Hallo YouTube-Welt und herzlich willkommen zu meinem Tagebuch von Train Fever. Ohne grosse Worte zu verlieren, zocken wir einfach gerade dort weiter, wo ich als letztes aufgehört habe. Und wir schauen halt darum gerade mal schnell die Linien an. Ja, zum Schauen, wo gibt es überhaupt etwas zu machen? Es gibt hier ein paar Linien, ja, wo im Minus sind, das ist aber alles noch verkraftbar. Das meiste ist hier im Plus. Oh ja, die 5.000 bis 10.000 können wir damit leben. Oh, da die Stuttgart-Linie, die ist echt, die Stuttgart-3-Linie, die ist echt krass im Minus. Aber wenigstens haben wir unsere beiden Zuglinien endlich mal im grünen Bereich und die schenken auch ganz, ganz schön Geld ein. Wir haben aber in der letzten Folge gesagt, wenn wir schon Geld haben, tun wir das auch wieder investieren. Und wir haben uns die Linie hier ausgesucht, oder besser gesagt, die bestehende Cargo-Kette vom Holz zum Gut nach Wisp, die tun wir erschliessen. Für das bräuchte ich aber 32'000 Stutz, die ich momentan nicht habe. Ja, was machen wir denn hier? Nehmen wir halt noch einmal einen Kredit auf. Das nächste Ziel ist ja dann, den Kredit wieder völlig loszuwerden. Aber die Millionen Schulden, ja, die werden wir dann schon noch los. Da schauen wir jetzt mal, wie können wir denn die Kreuzung, würde ich gerne hier nicht so verbunden haben. Aber die Kreuzung würde ich wirklich gerne schön angeschlossen wissen an die Strasse. Ja, etwa da, das sieht gut aus. Und dann verbinden wir das so. Ja, das ist doch eine schöne, geschwungene Strasse, die zum Sägewerk führt. Dann machen wir natürlich noch einen Ladeplatz und dort beim Holzlieferant. Oh, 12'000, 10'000, da machen wir es gut. Super, dann können wir die Linie schon erstellen. Und dann nachher die neuesten LKWs, die es gibt, anno 1920, dann auf die Linie schmeißen. Hier machen wir das Depot nicht auf dieser Seite, sondern auf dieser, genau. Weil ich werde nachher ein paar Gütertransportlinien brauchen. Eine dort auf Wisp und die andere in die Unterstadt, nach oben. Locarno oder Lugano ist, glaube ich, dort unten. Auf jeden Fall müssen wir zuerst noch ein bisschen Geld haben, dass wir überhaupt das Depot machen können und uns auch Fahrzeuge leisten können nachher. Ja. Fischabzweiger. Fischabzweigung. Schon nicht schlecht. Das könnten wir eigentlich dann noch umbenennen, irgendeinisch. Aber wie in gewohnter Manier tun jetzt hier mal Fischholz zu Werk. Dass ich auch weiss, um was das es geht. Und dann schmeißen wir gerade mal den ersten Benz dort drauf. Ich hoffe, niemand, der da jetzt zuschaut, heisst Benz zum Nachnamen. Ich kenne jemanden, der so heisst. Nicht, dass du meinst, ich rühre einen Benz auf die Strasse. Nein, das ist ein Lastwagen gemeint damit. Und ich sehe gerade, das ist ja eigentlich noch recht teuer. 69'000 und 20'000 pro Jahr. Boah. Ja. Egal, wir schmeißen gerade nochmal einen drauf. Weil so drei Fahrzeuge möchte es dann auf dieser Linie schon verleiden, damit genügend Holz geliefert wird. Und eigentlich könnte ich jetzt noch einen Kredit zurückzahlen, aber ich kann natürlich auch das Fenster zutun und mich um anderes kümmern. Zum Beispiel um einen dritten Lastwagen für die Fischholzlinie. Ja, was haben wir denn jetzt für einen Takt? 122 Sekunden, das ist fast zu gut für die schnellen Fahrzeuge. Was ich beim Zocken nicht gemerkt habe, erst jetzt hier beim Nachkommentieren, ist, wir können die Strassen dort aufwerten. Weil auf dieser Landstrasse ist Maximum 40 km/h möglich. Der Benz fährt aber 50
Also kann er eigentlich sein Potenzial gar nicht ausschöpfen. Darum werden wir dann das irgendeinmal in den nächsten Folgen müssen nachholen. Da kommt aber schon der erste Benz mit Holz und der bringt knapp 30'000. Ja, muss also noch 2-3 Mal fahren, bis wir das rausgeholt haben, wo wir investiert haben. So, jetzt ist aber Zeit zum Kredit zurückzahlen. Es ist eh Ende Jahr und ich bin pleite. Anders gesagt, ich bin sogar verschuldet. Und das nicht wenig. Ah, Locarno ist es. Und da können definitiv noch ein paar Güter drauf. Oh yeah! Jetzt hätte ich Geld gehabt, aber hast den Spot gecheckt und das Krokodil ist eingeführt worden. Oh, müssen wir dann schauen, ob wir denn das wollen brauchen. Momentan konzentriere ich mich aber wieder darauf, mit Lastwagen die Cargos in die Städte zu liefern oder an einen Industrieplatz. Die Güter wollen auf Visp. Machen es jetzt noch allein, aber wir tun etwas helfen und bauen hier irgendwo. Im Zentrum wäre schön, so einen Ladeplatz zu haben. Mal schauen, was ist, wenn ich. Gut, wieso sollte ich die Strasse abreißen? Das bringt ja jetzt aber gar nichts. Und vor allem wollte ich dann nicht so weit fahren mit meinen LKWs. Also machen wir ihn gleich hier außerhalb, hier 78, 79, 81, nein, 79, 784. Das klingt gut. Nehmen wir den Platz. Weil, wie gesagt, je günstiger so ein Ladeplatz ist beim Bauen, umso günstiger ist dann auch der Unterhalt. Der macht, glaube ich, irgendwie so 10% aus. Oder 1%. Ja, irgendetwas in dieser Richtung. Auf jeden Fall einfach, je teurer, desto mehr kostet es. Hahaha. Also, der erste Benz fährt mit den Gütern nach Visp. Und dann wäre es wieder nachher ein bisschen Kredit zurückzahlen, weil sonst fressen wir dann die Zinsen noch völlig auf. Ich müsste noch mehr Holz anliefern, aber das ist eigentlich gut. Die sind eh nur halb voll, die Lastwagen, die dort hin und her gehen. Eben ja, wir tun zuerst mal den Kredit zurückzahlen. Ja, gerade eine halbe Million. Könnte auch noch ein bisschen mehr. Ja. Könnt auch Geld investieren wieder. Ah, schau jetzt, da in 7 Monaten wird das Sägewerk schon vergrößert. Wow, okay. So, Kredit abzahlt. Sehr gut, wir sind wieder schuldenfrei und können wieder uns ein schönes Bätzeli ansparen. 5-Minuten-Takt, ja. Wie viele Güter warten denn dort überhaupt? 4, 5. Ja. Die werden jetzt gerade abgeholt von dem Lastwagen. Da brauche ich also keinen zweiten. Oder noch nie. Aber Locarno könnte man doch gerade auch noch erschliessen. Oder schauen wir mal. Da macht ein Zug Minus. Das ist natürlich nicht gut. Klar, das ist gar nicht gut sogar. Das muss sich schnell ändern. Hey. 51 Leute, die nach Freiburg wollen, 45, die nach Stuttgart wollen, von Freiburg her. Ja, 188, das dürfte dann also noch ein bisschen mehr sein. Und ich sehe, da Stuttgart tut richtig schön bauen rund um den Bahnhof herum. Super. Das gefällt. Ja, der macht auch noch Gewinn, das ist okay. Wir lassen das mal dort so laufen. Und ja, schauen wir mal, wie sieht es denn da in Paris aus? Eigentlich okay. Der Zug fährt gerade auf Baseline. Was hast denn du drauf? Oh, du bist voll! Wow, so viele Leute von Paris.
Oder Stuttgart, wir haben auf Basel. Das gibt ein schönes Plätzchen, 277'000. Nice. Oh, und der ist ja schon fast voll bis auf Paris. Das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut. Wie sieht es denn da aus? Ja, da hätten noch ein paar Leute Platz, aber ist okay. Wenn du mehr als 60 Leute drin hast, dann bist du sicher im grünen Bereich. Nicht so du. Da ist irgendwie ein Wurm drin momentan. Wieso wollen die Leute nicht mehr nach Stuttgart von Freiburg? Auf jeden Fall, es wollen schon mehr nach Freiburg als auf Stuttgart. Das ist immerhin einmal ein gutes Zeichen. ...151'000 ist jetzt aber nicht gerade ein Haufen. Ist egal, wir haben eine halbe Million und können nochmal irgendeine Linie anzapfen. Hier in Ramanshorn haben wir auch in der letzten Folge gesehen, ist alles Holzwerk. Das nehmen wir jetzt einmal. Ich habe das ganz am Anfang vom Let's Play in der zweiten Folge auch schon mal gesehen. Dort hat es mir aber irgendwie nicht so gepasst. Jetzt habe ich genügend Stutz, jetzt machen wir es einfach. ...12,5, dort wäre eigentlich gut. 16 ist zu teuer, haben wir es nicht. Da. Ja, da. Wo machen wir denn wo? Oh, da kommt gerade ein Zug an. Oh, der gibt 300'000 Stutz. Nice. Und jetzt tun wir die schnell wieder zu. Einfach damit die ein bisschen mehr sehen. Und Ramanshorn sieht auch nach einer grossen Stadt aus. Die könnte man dann auch noch ein bisschen ausbauen. Das ist... Ramanshorn. Ja, das stimmt schon. Ramanshorn West. Ja, ja. Kannst du das im Fall umschreiben, genau. Ramanshorn Holz zu Werk. Ja, schreiben ist heute nicht so meine Stärke. Ja? Ja, dann brauchen wir nochmal ein Depot. Das könnte ich eigentlich gerade gegenüber machen. Ja, machen wir auch gerade. Und dann brauche ich schon wieder Holzlastwagen. Vorläufig mal einen, das ist okay. Aber noch eine andere Farbe, bitte schön, ein bisschen dunkler. Jawohl. Okay, jetzt behalten wir das hier im Auge. Und schauen mal den Takt an. 4 Minuten, das würde eigentlich länger. Da haben wir das ersetzt. Da haben wir auch ersetzt. Aber, genau, kommt mir gerade in Sinn. Es ist ja Ende der letzten Folge das neue Tram Typ T1 dazugekommen. Und wir könnten jetzt überall das neueste Tram gerade auswählen, auch wenn es 111'000 kostet. Ja. Ist ein höherer Batzen. Aber nehmen wir auf uns. Ich meine, das blaue, der CE22, kostet ja um die 80'000 rum. Wie viel sind es ganz genau? 81'000, ja. Ja, sind 20'000 mehr für den Tipp. Typ 1. Typ T1. Hm, nicht verwechseln mit dem VW. Habe ich glaube ich letzte Folge schon gesagt. Ha, wiederhol mich. Alte Witze. Ja, aber eben, wir wollen überall das neueste Tram haben. Auch bei Linien, die gerade nicht rendieren. Ich habe schon mehrmals gesagt, warum.
Aber du kannst das jetzt auch selber ausdenken. Willst du lieber in einem alten Tram hocken, wo ein verschriebener und zerschnittener Sitz hat, oder in einem neuen Tram, wo alles noch nach modern schmeckt? Ja, ich sehe schon dort ein paar Güterlinien. Machen immer wie mehr Minus. Da muss ich dann also schon noch ein Auge drauf haben. Dort habe ich zwar, glaube ich, im Fall schon den Benz, aber doppelt gesichert hält besser. He? Ja, dort ein Tram habe ich jetzt, glaube ich, vergessen. Okay, dort müsste man dann in Mendrisio gleich mal schauen. Auch im Baden die Öllinie. Lohnt es sich, den Postbus jetzt zu tun? Nein. Einfach weil er zu wenig Kapazität hat. Da tun wir das jetzt automatisch ersetzen auf der Basel-Gut-Linie. Ja. Und hier auf der Biel-Gut-Linie machen wir das Gleiche. Ja, so schlecht sieht es also sonst nicht aus. Ich meine, die paar roten Zahlen sind jetzt noch nicht so schlimm. Ist nicht gut, ja, das stimmt. Aber es ist jetzt auch noch nicht so, als müsste ich Angst haben. Vor allem, weil ich ja schon wieder über 1,5 Millionen auf meinem Konto habe. Es hat sich also wirklich gelohnt, die Dampflokien loszuwerden und neue Züge dafür zu tun. He? Ja, ich frage mich jetzt gerade, ob das wirklich etwas bringt, dass ich da überall den Benz rein tue, weil die Strassen sind ja noch nicht so weit, als könnte die für den Benz nützlich sein. Weil er kann ja eh Maximum nur 40 fahren auf den Strassen, die momentan hier auf dieser Karte sind. Also ich müsste zuerst auch noch die Strassen upgraden. Aber das mache ich dann in der nächsten oder sogar erst in der übernächsten Folge. Da wartet jetzt doch noch einiges an Gut. Und wie sieht es beim Holz aus? Da wartet auch genügend Holz. Das wird auch abgeholt. Sehr schön. Die Produktion ist hoch. Wir bereiten uns schon mal vor, hier noch einen Lastwagen mehr auf die Holzlinie zu tun. Eigentlich nicht das gemeint, sondern ich habe gemeint, wir bereiten uns vor, hier noch einen Güterlastwagen uns zuzutun für auf Fischb denn. So, kommt der Güterlastwagen endlich. Ja, ich warte halt, bis der andere ankommt. Am anderen Ladeplatz. Aber jetzt ist es endlich soweit. Und er wird hier gerade auf die Fischb-Gutlinie geschmissen. Nicht zu wundern, ob der sich gerade füllt. Tatsächlich. Nein, so, wir haben immer noch 9 Güter, dann würde sich sogar noch einen lohnen. Dort wartet auch genügend Holz. Das ist gut. Ja, da lohnt sich im Fall schon noch einen. Machen wir den auch noch. Irgendwie wird es mich eben reizen, hier Locarno gerade noch anzuschliessen. Auch wenn ein paar Güter dort von rechts kommen. Oh, es gibt schon wieder einen neuen Bus.
Der Abuak. Ja, nehmen wir den mal schnell. Ah nein, wir den schnell vergleichen. He? 70.000, 87.000 für einen Passagier mehr. 22.000 Unterhalt. Gut, er ist stärker, aber... Ja, lohnt sich glaube ich noch nicht gerade. Wir kümmern uns jetzt hier zuerst mal ums Cargo und einmal richtig kümmern. Eben, eins gut kommt dort von rechts irgendeinem ja, Industriegebiet oder so. Aber das meiste kommt eigentlich von dem Fisp oben. Die Frage ist, wo tun wir hier den Ladeplatz hin? Dort hat er gerade schön Platz, aber das ist jetzt mitten im Wohngebiet, das wollte ich nicht. Da wäre eigentlich relativ günstig. Kommt, das ist eigentlich ein guter Platz. 9.500. Ja. Also schon teurere Ladeplätze gebaut. Wir machen den dort hin. Und dann natürlich auch gerade noch eine neue Linie. Logisch. So, noch eine schönere Farbe. Machen wir dunkelblau. Ja, das läuft ja wie geschmiert. Aber auch da, es nützt nichts, der Benz, also es nützt nichts, es nützt schon etwas, aber es würde noch viel mehr nützen, wenn die Strassen upgraded werden, damit der Benz kann seine volle Geschwindigkeit ausschöpfen kann. Ja, dann warten wir jetzt noch, bis sich ein bisschen Güter angesammelt haben, die nach Locarno wollen. Und dann kaufen wir dann dort schon noch einen Lastwagen. Aber zuerst müssen wir noch das Holz gewährleisten, dass die Holzlieferung bleibt. Ja. 4 ist jetzt also noch nicht gerade ein Haufen, das wäre auf die Hälfte. Warten wir noch rasch. 7, ja, jetzt könnt ihr noch kaufen. Weil, bis du nämlich bei Fischabzweigung bist, hat es schon 9 Güter, die nach Locarno wollen. Gut. Luzern, gute Linie, die ist ja voll in der Kreide. Was läuft denn dort? Minus 42.000. Das sind mindestens 50.000 zu viel, was im Minus ist. Da müssen wir etwas ändern. Gut, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder im Plus sein. Zeigen wir mal. Jawohl. Oh, gerade 74 im Plus. Okay. Aber das ist in dem Fall sehr situationsbedingt. He? Irgendetwas müssen wir dort noch optimieren. Denn ich weiss gerade noch nicht, was und wie. Aber wahrscheinlich stimmt dort etwas mit der Verteilung der Lastwagen nicht. Das schauen wir dann in der nächsten Folge an. Da kommt gerade noch ein Zug einzufahren. Ui, 109 Leute insgesamt. Von 386.000 haben wir dort verdient. Okay. Ja, super. Es hat einfach irgendwie nur 40 Leute, die nach Paris wollen mit dem Zug. Das finde ich gerade ein bisschen wenig. Ja. Na. Am Ende der Folge ein kurzer Blick auf Baden, wie sich die Stadt hier entwickelt hat. Ich finde es recht schön. Aber ist auch klar, ich bin hier auch daheim. Und jetzt danke dir vielmals, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, du bist es dann auch beim nächsten Mal wieder. In dem Sinn, cheers!